Hey, ich bin auf deiner Seite. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen. Oh. Warum kann sich jeder bescheuerte Geist außer mir teleportieren? Ich muss rausfinden, wie das funktioniert. So, ich will mich auch teleportieren. Halte L1 gedrückt, um meine Zielmarkierung anzuzeigen, okay. Bewege mit loslassen zum Teleportieren. Hier suchen. Ah, alles klar, Mädchen. Bin dir auf den Fersen. Oh, come on. Kann ich mich auch hier durch teleportieren? Sehr gut. So, wo ist sie hin? Links, rechts. Was haben wir hier drüben? Grammophon. Medizinische Journale, okay. Wo sind die jetzt hin? Was haben wir hier? Ah, nochmal so ein Haarkranz. So, einmal hier raus. Warte mal, ja? Ah, es geht wieder ab. Zack. Und zack, hier rüber. Hier ist Travis, der Geist. Und wir sind in Salem, Massachusetts. Wegen der grauenhaften Geschichte dieser Stadt. So, hier drin chillt einer. Ich will aber doch nur dem Mädchen hinterher. Drüben ist er wohl nicht. Korrigier mich nicht bei laufender Kamera. Das ist nicht mal ansatzweise vorbei. So viele Tote. Aber wahrscheinlich werden es nur noch mehr werden. Ich kann nur annehmen, dass dieser Friedhof bald noch voller werden wird. Travis, der Geisterjäger hier, und wir sind in Salem. Warum noch voller? Wo ist die Lady? Die kleine Lady. Oh, no, no. Oh nein. Muss das sein? Irgendwo eine Grähe. Zum Beispiel hier. So, einen ist abgelenkt. So, na dann. Und gleich wieder verstecken. Aber es kommt keiner mehr hin. An die nächste Krähe. So, kann ich hier durchjumpen? So, hier schon mal. Ah, nein, nein, nein. Aua. So, ich will weiter jumpen. Ich treffe das scheiß Viech nicht. So, no, 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 no. Puh. Kann ich wieder ablenken? Macht denn gar nichts. Ah, da haben wir mich jetzt schon wieder gesehen. Weiter weg. Ach, die sind jetzt beide abgelenkt. Moment, ich gehe mal hier nach oben. Ich will jetzt nicht groß rennen oder so, nicht, dass sie mich irgendwie hören. Warum sehen die mich wieder? Gibt's doch gar nicht. Bin ich so schön weggegangen. Oh, wo ist die blöde Krähe? Also ich war da oben. Warum haben die mich gesehen? So, okay.
ich auch hier rüber. Mal schnell hier rein. Hier drin ist gar nichts. So, wir greifen mal an. Ich hoffe, der zweite merkt es nicht. So, dreht oben. So, ganz kurz warten. Wir noch schön angreifen. So, jetzt sollten wir hier sicher sein. Jetzt können wir auch mal nach oben schauen. Ich häng. Ich häng, hallo. Hier drin irgendwie komischerweise auch nie was. Ich hier rüber. Hm. Warum hat man hier Räume gemacht, wenn hier nichts drin ist? Ganz schön kalt hier draußen. Ja, dann zieh dir was an. Wir hätten uns wärmere Jacken anziehen sollen. Das ist schon eine Lampe. Ich dachte, da funkelt was. Ah, ich hätte mich auch runter teleportieren können. Aber dafür ist das wieder zu spät. So, was haben wir hier? Ein Haarkranz. Hier gleich nochmal einer. Ah, da war sie gerade. Warum rennt die von mir weg? Die dumme Nuss. So, wie weit kann ich springen? Eigentlich nicht so weit. Okay, sie ist gleich hier am Ende. Moment noch. Wir haben auch noch was. Plakette des Friedhofs. Okay, hier sind wir wohl am Ende. Hey, warte. Ich will dir helfen und rausfinden, wer dich ermordet hat. Ja, ja, ich bin Polizist. Mein Gott, du versuchst nicht vor mir zu flüchten. Du willst mir etwas zeigen. So, ich muss herausfinden, was Sophia mir mitteilen hat. Habt ihr gesehen, die hat am rechten Arm, also jetzt von der Sicht aus gesehen, links das Glockensymbol an der Hand. So. Einige Bilder lösen sich bei Ronan ein Flashback aus. Okay, folgen den Geräuschen, die eine stärkste Energie hat. Das war doch eher ein Rissseil-Ascht. Das war jetzt nicht so ein Abknacksen, sondern eher so ein Riss. Sich die Mühe machen, dich auf diese Art zu töten. Hey, schon in Ordnung. Du kannst jetzt aus dem Wasser kommen. Ist okay, komm. Ich bin auf deiner Seite. Was zum Teufel ist das? Vertrag? Was meinte er mit Vertrag? Nein. Das ist die Erinnerung an deinen Mord. Du bist zu jung, das solltest du nicht sehen. So, okay, wenn sie unbedingt will. Das an!
Nase, Maul. Ich will nicht sterben! Hör auf! Bitte! Was auf dich gemalt? Sein Symbol, es muss was bedeuten. Nun, das war's. Ich sollte zu Joy zurück. Okay, und warum sollen wir jetzt plötzlich aufhören? Die wollten ja, dass wir weitermachen. Sehr seltsam. Ich denke, wir müssen in die Richtung zurück. Ah, jetzt kommen wir hier über die Ufer rumjumpen. Zack. Und zack. Hier nochmal so ein Kränzchen. So, ich schaue mal hier drüben noch ein bisschen. Da war ja noch was Verstecktes. Dämonensicht. Mal keine, aber ich habe was Komisches gehört. Gerade. So, hier hoch kommen wir nicht. Aber dafür hier rüber. Fragen wir mal, warum die Geister hier verschwinden. Was es zu bedeuten hat. Oh, die Joy, die blinkt ein bisschen blau. Komisch selten. So, ich komme angesprungen. Ronan, ich habe Schreie gehört und... Schön. Dir geht's gut. Naja, tot bin ich immer noch. Ich hoffe, du hast was gefunden. Ja, habe ich. Der Glockenmörder hat sie ertränkt und ihre Leiche den Fluss runtertreiben lassen. Mutter hatte recht. Das ist ein Glockenmörderfall. Hast du eine Spur von meiner Mom gefunden? Überreste einer Erinnerung oder so? Tut mir leid, Kleine. Gut, dass du nicht gesehen hast, was er dem Mädchen angetan hat. Der Typ ist... Er ist sadistisch. Eins ist merkwürdig. Er hat das Mädchen nach einem Vertrag gefragt, bevor er sie getötet hat. Vertrag? Glaub nicht, dass ich was über einen Vertrag gelesen habe. Nein, warte. Ein anderer Fall. Mögliche Glockenmörder-Überlebende. Iris Campbell. Paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Wirres Gerede über Verfolgung. Und ein Vertrag. Schon wieder Vertrag. Steht da vielleicht, wo sie ist? Hier steht nur Luxa Turner. Ist das ein Ort? Ja. Luxa Turner ist eine psychiatrische Klinik. Das war ja klar. Okay, kann's losgehen? Eigentlich... Geh schon vor, ich... muss hier noch jemanden besuchen. Oh. Wir treffen uns bei der Klinik. Da ist es noch schlimmer als hier. Bald. Bald sind wir zusammen. Bald schon. Es tut mir leid, Julia. Ich habe schlechte Neuigkeiten. Mach dir keinen Kopf, sie weiß es schon.
So, vom Friedhof in die Anstalt. Na super. Finde die möglichen Glockenmörder Überlebende in der Anstalt. Ja, will ich doch machen. Einmal da drüben. Rennen wir mal los. Mal schauen, wenn wir da alles Tolles begegnen. In der Anstalt. So, gleich hier drüben. Ja, große Mauern. Psychiatrische Anstalten. Der einzige Ort, an dem Folter zu deinem Besten ist. Wenn ihre Experimente jemandes geistige Gesundheit wiederhergestellt haben, kann man nur hoffen, dass es auf Kosten des Gedächtnisses passiert ist. Bereit? Ja. Entspann dich, wir sind runter vom Friedhof. Und dafür unter lauter Verrückten. Ich freue mich. Leute, die Dinge sehen, die sonst keiner sieht, enden hier. So verrückt bist du nicht. Komm schon. Okay. Ich helfe dir reinzukommen, aber ich... Aber was, wenn wir dieses Mädchen Iris nach dem Vertrag fragen wollen? Sollte das von einer lebenden Person erledigt werden? Vergiss nicht, wer dir die Türen aufmacht, mein Freund. Ja, ja. Alles klar, Kleine. Du bist am Zug. Du musst Iris' Zimmernummer herausfinden. Hi. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich suche nach einer Freundin. Die Besuchszeit ist vorbei. Richtig. Aber sie war bei den Cops. Dann rede eben mit den Cops. Habe ich ja. Und die sagten, sie sei eine Gefahr für sich selbst. Ich kann dir nicht helfen. Gut. Halt sie einfach hin, okay? Wir müssen ihren Schwachpunkt finden. Vielleicht helfen uns die Dinge auf ihrem Tisch. So, was würde die Rezeptionist veranlassen, Joey zu helfen? Was haben wir hier an Dino? Okay. Was haben wir hier? Notizen. Besuchszeiten stark eingeschränkt. Na. Hier haben wir noch einen Sohn. Denke ich mal, wenn es der Sohn ist. 3 von 4 Hinweise. Mal noch was einsammeln. Er ist aller Wahrscheinlichkeit nach ein Mann mit eindrucksvoller Statur. Jemand, der an Gewalt gewöhnt ist. Vergangene abscheuliche Taten prägen ihn. Und zwar so stark, dass er selbst nicht mehr weiß, wer er eigentlich ist. So, okay. So, mal Besitzer greifen. Was würde ihre Sinn veranlassen, Joey zu helfen? Da! Ich hasse es, hier zu sein und mich zu fragen, ob es dir gut geht. Du bist alles, was ich noch habe. So wie die Freundin dieses Mädchens alles ist, was ihr geblieben ist. Tut mir leid. Ich weiß, wie hart es ist, wenn jemand auf dich angewiesen ist. Wie heißt deine Freundin? Iris. Iris Campbell. Ja. Sieht aus, als sei deine Freundin Iris hier. Alles wird wieder gut. Danke, jetzt geht's mir besser. Halt durch, Kleiner. Ich mach's. So, Zimmernummer 216. Ich muss nur einen Blick auf ihren Monitor werfen. Elektroschocktherapie geplant. Uiuiui. Pflege unterwegs, okay. Hört sich gar nicht gut an. Sie ist in Zimmer 216. Wir müssen sie schnell finden, Joy. Die geben ihr Elektroschocks. Alles klar, Kleine. Die Luft ist rein. So, die geht schon mal nach oben. Hier gibt es einen Männer-District und einen Frauen-District. Okay, und hier sind so Dämonenarme im Boden. So, Zeitungsartikel einsammeln. Weil wir ja auch so viel lesen. Was haben wir hier? Na, Zwangsjacken.
Sehr einfallsreich hier. Kamera da vorne. Eine Kamera? Wo ist eine Kamera? Ach da. Poltergeist. Gute Nacht. Iris erhält in 15 Minuten eine Schocktherapie. Du meinst, wir braten dein Gehirn Schocktherapie? Oh Scheiße. Oh Scheiße, trifft es. Los, gehen wir. Na, gar nicht noch gut. Eine Kamera. So, nochmal eine Kamera, ganz schnell. Weg. Siehst du die Kamera? Oh, du bist unsichtbar, ich nicht. Ja, schöne Runde. Hier, den können wir ein bisschen ablenken. So, Joey, der Weg ist frei. Alter, was geht denn hier ab? Einmal ein Folterbett. Wo ist Joey? Geht noch gar nicht weiter. Was man über Mrs. Gwynn wissen muss, ist, dass ihr Vater einen Tobsuchtsanfall bekam, wenn sie während der Übertragung von Sportveranstaltungen ins Bild lief. Ich verstehe. Achso, Kamera ist wieder da. Jede Art von Wut, aber besonders männliche Wut. Ach, das geht ja nur so ein paar Sekunden. Ach so. So, was habe ich hier drüben noch? Auch nichts Nützliches.